Ich hoffe, wir schaffen das. Ja, zur Zeit. Let's go. Nächste. Und ich habe 5. Ach Mann, die Box hat sich so angestrengt. Oh, ich hätte was? Gerne. Hä? Der Boxer Day. Sicher dir jetzt die letzten Tickets. Es läuft gerade noch ein Gewinnspiel für jeden, der den Creator-Code Pookie eingibt und sich im Shop was mit Juwelen kauft. Und zwar könnt ihr jeden Tag bis zum 31.03. eine 100€ Google Play oder iTunes-Karte gewinnen. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Wie kann man bei dem Gewinnspiel mitmachen? Du musst einfach den Creator-Code Pookie im Shop eingeben und einen Kauf mit Juwelen tätigen. Das Ganze filmen per Bildschirmaufnahme oder von einem anderen Gerät und auf Instagram in die Story posten und @Pookie9 markieren. Jeden Tag um 0 Uhr wird dann ein zufälliger Gewinner gezogen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars. Was geht ab? Ich habe heute zwei Gäste am Start und einmal ich kann kein Deutsch mehr. Es ist 1 Uhr in der Nacht. Und zwar Marvin vloggt und Gnu. Was geht ab? Peace. Ja, wir machen heute ein Opening Battle gegen Gnu, also ich versus Gnu. Marvin ist einfach in der Zuschauermenge und guckt sich das Ganze an, gibt auch nochmal seinen Senf dazu ab und wir haben uns überlegt, dass ich einen neuen Account dafür erstelle, weil auf meinem Hauptaccount kann ich ja gar nichts mehr ziehen, das wäre nicht so lustig und Gnu, du bist jetzt auf deinem Hauptaccount, du hast auch nur einen Account, aber... Stop. Ja. Ich habe dich ausgeschaltet. Was, Digga, wir spielen jetzt nicht mit der Fernbedienung, Marvin. Das seht ihr in einem anderen Video. Eine Aufgabe für dich, erstmal eine Runde gehen und Nita gleich ziehen. Nee, Marvin, dann, so nicht. Du ziehst 8 verbleibende, gut, wenn du das nicht willst. Nee, will ich nicht. So, genau, also Gnu, du bist jetzt auf deinem Hauptaccount, auf deinem einzigen Account eigentlich. Zeig mal, was du da jetzt für Brawler schon hast. Du bist schon jetzt ready, die Megaboxen zu öffnen. Ich merke das schon. Ja, ich bin schon fickrig jetzt. Ja. 15 Brawler. Du öffnest solche Fäkalwörter. Ist überhaupt kein fickrig, ist ein ganz normales Wort. Das heißt aufgeregt. Also ja, Marvin, was wer du schon wieder so denkst. Wer sagt so? Also, nee, Marvin, im Schwabeländle heißt es, im Schwabeländle heißt fickrig nervös sein. Ja. So. Ja, ja. Ja, genau. So, also du hast auf jeden Fall schon ein paar Brawler am Start. Pam, Frank, Mr. P sind deine seltensten, die du noch ziehen kannst. Scroll mal weiter runter, da sind ja auch noch, also, ja, runter ist die andere Richtung, genau. Ja. Gibt's auf jeden Fall auch noch welche. Bibi, B, Mortis, ja, und auf jeden Fall noch die ganzen legendären, Jean, Max. Ich will legendären! Und was auch immer da noch übrig war. Ja, ich glaube, das ist auch ein Ziel, was ganz realistisch ist. Das müssen wir auf jeden Fall heute hinbekommen. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da und wünscht uns Luck, beziehungsweise der Gnu. Mir ist es relativ egal, ne? Aber ich will dich einfach nur besiegen. Das ist eigentlich das Ding. Der zuerst einen legendären oder einen mythischen Brawler zieht, hat das Battle gewonnen. Aber natürlich werden wir das noch bis zum Ende, bis zum bitteren Ende austragen. So, ich würde sagen, bist du bereit für die Megaboxen? Ja. Okay, Creator-Code sehe ich auch. Pookie ist natürlich drin. Das ist top. So muss es auch sein. Und ich würde sagen, let's go. Die erste Box öffnen wir in 3, 2, 1 und go. Los. Ich habe 2 verbleibende. Oh, 5. Ich ziehe die Supercell-ID. Naja, das ist auf jeden Fall jetzt nicht der beste Brawler, aber bei mir geht es jetzt erstmal ein bisschen langsamer los. So, ich ziehe jetzt erstmal die paar vorgegebenen. Bei dir ist ja schon alles möglich. Also du kannst ja theoretisch jetzt schon einen legendären ziehen. Genau. Okay, okay, dann machen wir auf. Los. Let's go. Und ich bin gespannt. Puff! Ach, verdammt. Ich habe Kevin gezogen schon mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also wenn du einen legendären ziehst, wäre das natürlich mega geil, weil ja, also, du bitte. Hast mich nie gezogen. Ich bin gespannt jetzt auf deine Reaction. Ich ziehe eine Boxen nix und dann Darrell. Ja, ich ziehe jetzt erstmal nix. Okay, gucken wir, ob du was ziehst. Nein. 5. Ja, ihr könnt übrigens auf jeden Fall auch den Kanal von Saftiges Gnu und den Kanal von Marvin abchecken. Bei beiden Kanälen kommen jetzt auf jeden Fall oder kommt ein Video oder kam ein Video, je nachdem wann ihr das seht, wo ich auch dabei bin. Deswegen checkt das gerne mal ab und ich würde sagen, let's go. Jetzt ziehe ich wieder einen Brawler. Es ist Penny, Marvin, nicht Daryl. Penny! Warte. Ja, okay. Und der erste Brawler ist einfach mal Rico. Okay, 2 verbleibende. Ich will jetzt hier bei dir eine 6 und eine 7 ziehen. Das ist doch gar nicht. Ja, das Luck ist noch nicht am Start, aber ey, das überhaupt kommt noch. Nicht. Ich glaube, das kommt noch. Let's go. Next. Oh. Mann! Egal, mir gefallen die Geräusche. Die Geräusche sind super, ja. Die machen echt abhängig. So.
Okay. Mach das als Klingelton. Wenn ihr schreibt, können wir aufnehmen. Genau. Hört man den Slot von Border gezogen. Okay. Ach, komm. Ich hoffe eigentlich mehr für dich, dass du was ziehst, weil du hast halt wirklich noch nie einen legendären oder also legendär gezogen. Nein, er hofft das, weil er damit der clickbaiten kann. Ja, das sowieso. Kann er doch auch so schon. Ausgenutzt wird hier jeder, der bei mir am Start ist. Ich hab den Boxer. Let's go, Alter. Nice. Alter, am 1.4. erscheint die Boxerbox. Ja, stimmt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Naja, ihr wisst jetzt Bescheid. Wir werden bald mehr dazu verraten. Wird auf jeden Fall cool. So, nächste Megabox. Ich habe 6 verbleibende. Ich werde auf jeden Fall was Neues ziehen. Ich habe 5, verdammt! Komm, mach mal die nächste gleich auf, dass wir am besten gleichzeitig einen Brawler ziehen. Du hast ja noch gar nicht. Ja. Oh, let's go. Das ist Schicksal, ey. Let's go. So, warte mal bei der 1, also wenn eines blinkt. Und dann machen wir gleichzeitig. Okay, du ziehst jetzt einen neuen Brawler. Das kann alles schon sein, ne? Okay, zähl runter. 3, 2, 1, los. Oh! Es ist die Kneipenschlägerin. Ja, wow. Sehr gut. Sehr, sehr gut, ja. Ich hab gelernt. Ja, das ist gut. Das freut mich, dass du das weißt. Episch. Ich wollte gerade noch sagen, check mal gleich die Chance auf einen legendären ab bei dir. Das würde mich auch interessieren. Aber erstmal ist die Kiste ab, da kommst du jetzt eh nicht mehr raus. So, 5 verbleibende. Mhm. Hast du auch schon mal eine Big Box geöffnet eigentlich? Also so eine lilane? Die da rüber? Ja, oder ja, nicht? Ja. Okay. Ja, ja. Ja, die sind aber kacke. Auch schon. So, dann gehen wir auf die Megabox nochmal und auf das I. Dort siehst du das. Das war jetzt auch so, wir haben es ja letztens. Ach, du hast auch eine reduzierte im Shop. Eine reduzierte, die nehme ich gleich mal. Okay. Ich will nur kurz gucken. 0,99. Warum denn legendären 0,0? Ist das gut? Das ist in Ordnung. Okay. Also 0,1 ist so Startwert. Und Star Power 0,00, was ist das? Oh, Star Power. Ja, das kannst du noch nicht ziehen. Da musst du erstmal einen Brawler auf Power 9 leveln. Und dann kannst du Star Powers freischalten. Und Star Powers sind auch ganz geil. Das sind halt einfach zusätzliche Fähigkeiten, die der Brawler dann erlernt. Wenn man du musst die reduzierte kaufen für 60 Gems. Halt, wieder genau. Andere Richtung. Wo ist sie denn? Zur Seite, genau da. Tägliches Angebot. Ja. Hä? Nein, nicht das. Bisschen weiter rechts. Und? Ach hier, ganz mal sehen. Okay, let's go. 5. Badam, lass den Legendär drin. Oh, scheiße, Dreck. Ich merke schon, du willst auf jeden Fall heute ein Ziel. Ich hoffe, wir schaffen das. Ja, es wird Zeit. Let's go. Nächste. Und ich habe 5. Ach Mann, die Box hat sich so angestrengt. Oh, ich hätte was? Gerne. Hä? Nein, das gibt's doch nicht! Ich hab gewonnen! Oh, ich hab einen legendären! Nein, das gilt nicht. Das ist ein anderer Bildschirm. Mein was? Bildschirm. Hä, wie ist das denn jetzt passiert? Mama, tut mir leid, ich hab einen legendären gezogen. Ich schreie um 1 Uhr rum. Ey, was? Hat die das überhaupt gehört? Keine Ahnung. Ist mir auch egal, aber ey. Ach, wie krass. Ja, das ist schon dein zweiter, verdammt. Junge, der zieht immer Shindy, nee. Alter. Egal, wo wir sind. Ja, ich zieh. Ach so. Ja, ich bin halt einfach der Boss. Ganz ehrlich, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ey. Ganz ehrlich. Ich will aber noch weitermachen. Nee, wir hören jetzt auf. Nein, Spaß. Ja, natürlich machen wir weiter. Natürlich machen wir weiter. Let's go. Ich hätte gerne das als Fashbo-Box. Könnt ihr das mal rausbringen? Was? Wisst ihr, was eine Fashbo-Box ist? Nee. Noch nie gehört. Eine Pausenbox, in der man das Essen reinlegt zum Mittagessen. Sag doch zur Arbeit. Eine Butterbrotdose. Eine Butterbrotdose. Fashbo-Box! Ja. Oder eine Jause! Eine Jausenbox. Jausenbox. Ups. Kenne kein Mensch. So sagt man das bei uns in Österreich, Marvin. Fashbo-Box! Ich habe schon wieder 6 verbleibende. Let's go. Ich zieh schon wieder was Neues. So, ich warte auf dich, bis du auch was ziehst. Pookie, mach dir jetzt keine Feinde hier, ja? Nee. Ich lehne mich zurück, ich entspanne mich. Ei. Also bis jetzt muss man ganz ehrlich sagen, bei dir läuft noch nicht so, ne? Ey, gar nicht. Das ist ja voll schrecklich. Porky, du hast richtig Luck gehabt, Alter. Ja, ich hätte es niemals gedacht, dass ich einen legendären ziehe. Also, Real Talk, ich hätte absolut nicht damit gerechnet. Das wäre bei dir noch gefühlt wahrscheinlicher gewesen, weil du hast ja schon einige Brawler. Das stimmt. Mann, Schmoll! Kommt da was? 5, Digga. Die ganze Zeit 5. Das ist echt unlucky. Marvin, machst du mich bitte auch die Schmolllippe, dann schmollen wir zusammen. Schmolle immer. Hey, das gibt's doch nicht, oder?
Ich warte trotzdem noch ab. Ich habe die Hoffnung, also die Hoffnung stirbt auf jeden Fall zuletzt. Das kann nicht, ich glaube, die ist schon gestorben. Die ist, glaube ich, echt schon gestorben. Wie viele Boxen noch? Eine oder so? Wenn die Gems ist, ja. Nee. Nee. Das war's? Nein! Das war's! Nein! Nein! Ja, ich würde mal sagen, da hast du ein bisschen reingekackt, ne? Bisschen? Das also, war ein richtiger Dünnpfiff. Tut mir sehr, sehr leid für dich, aber ey, wir wiederholen das auf jeden Fall, würde ich sagen. Nein. Auf deinem Kanal nochmal und dann ziehst ja, du einen legendären. Dann wird's mal echt Zeit. So, ich habe noch Schmoll. Ein paar Boxen. Bist du traurig? Schmoll, hör auf jetzt! Ja, hör auf jetzt, noch einen legendären zu ziehen, verdammt. Das Video wird noch heißen, wer zieht als erstes einen legendären Brawler Battle vs. Klo? Genau so. Du bist total der Genie. Der Genie, das Genie. So, let's go, ich zieh noch einen Brawler und es wird noch ein legendärer. Weil der erste Brawler ist einfach mal Rico. Oh, ich habe auch die Kneipenschlägerin. Ey, das gibt's doch nicht. Wie viel Luck hast du denn? Ja, ich habe auf jeden Fall ordentlich Luck. Okay. Also mehr als du. Pokémon! Das war's jetzt. So, ja. Also ich würde mal sagen, ich weiß nicht wie, aber ich habe gewonnen. Das kann man auf jeden Fall machen, Leute. Der Account ist auf jeden Fall legendary. Epic und mythisch alles zugleich. Mythisch habe ich aber noch nicht gezogen. Naja, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich kann kein Deutsch mehr. Gnu, sag du einfach. Was sollen die Leute machen? Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Checkt unbedingt. Hey, Gnu, seit wann hast du so eine Männerstimme? Sagt das Gnu ab, unten verlinkt. Und dann geht alle mal auf den Vlog, geht jetzt rüber. Das war's mit dem Video. Der Pookie hat jetzt nichts mehr zu sagen. Leute, Creator Code Pookie, ihr wisst Bescheid. Giveaway am Start. Haut rein und ciao.